Platz 1. Ein Dachdecker hat einen neuen ausländischen Gehilfen. Da ein Dach im sechsten Stock zu decken ist, macht der Meister mit seinem Gehilfen eine Zeichensprache aus. Alles läuft nach Plan. Immer wenn der Meister auf dem Dach winkt, schickt der Gehilfe neue Dachpfannen nach oben. Auf einmal winkt der Meister Stopp und der Gehilfe guckt nach oben. Dann zeigt der Meister mit seiner Hand eine 1, danach eine 2 und formt anschließend die Arme über dem Kopf zu einem Dach. Der Geselle schaut hoch, hält sich erst die Hände seitlich die Augen, wie Scheuklappen, dann hält er sie zu und schließlich seitlich, zu Hörnern geformt, an den Kopf. Der Meister stutzt und denkt, ist der blöd? Wir haben doch die Zeichensprache vorher besprochen. Also noch einmal. Der Meister mit seiner Hand eine 1, danach eine 2 und formt anschließend die Arme über dem Kopf zu einem Dach. Woraufhin der Gehilfe seine Zeichen wiederholt. Der ist wirklich zu blöd, denkt der Meister, muss ich doch wirklich nach unten rennen. Unten angekommen, regt er sich fürchterlich auf. Was ist denn bloß los? Ich hab dir doch alles genau erklärt. Ich will in einer Minute 2 Flaschen Bier aufs Dach, sagt der Gehilfe. Ist klar, Chefe. Ich habe verstanden und gefragt, was wollen du haben? Hellbier, Dunkelbier oder Bockbier? Platz 2. Schatz, was bedeutet denn die Zahl 22? 2 Bier, 2 Korn. Platz 3. Ein Mann kommt in eine Kneipe, bestellt ein Bier und einen kurzen, kippt beides weg und bestellt mit den Worten: Scheiße, kann die gut fahren. N Bier und nen kurzen. Das Schauspiel wiederholt sich und irgendwann wird der Barkeeper neugierig und will wissen, was er damit meint. Er erklärt: Vorhin hatte ich eine Autopanne und musste per Anhalter fahren. Da hat mich eine 80-Jährige mit ihrem Porsche mitgenommen und die ist wirklich schnell unterwegs gewesen. Wir sind eine Weile hinter einem Benz hergefahren, der uns nicht überholen lassen wollte. Ihr wurde es zu bunt und sie hat zum Überholen ausgeholt. Aber wie wir gerade auf gleicher Höhe mit dem Benz sind, da kommt uns ein LKW entgegen und die Straße war wirklich sauschmal. Ich sage zu ihr: Wenn du das schaffst, dann leck ich dich, bis du nicht mehr kannst. Scheiße, kann die gut fahren. Platz 4. Ein Fernfahrer geht in ein Bordell und sagt zur Chefin: Ich möchte gerne die hässlichste Frau für eine Nacht, kalten Hackbraten und 3 Dosen Bier. Ich zahle 500,00 Euro. Für das Geld kriegen Sie mein schönstes Mädchen, sagt die Puffmutter. Damit wir uns nicht missverstehen. Ich bin nicht geil, ich habe Heimweh. Platz 5. Sind Sie für den nächsten Tanz schon vergeben? Oh nein, ich bin noch frei? Könnten Sie dann bitte mein Bierglas halten?